Mozilla wirbt gerade sehr aggressiv für ihren VPN. In diesem Video erkläre ich dir, warum ich dir von diesem VPN eher abraten würde und warum diese Seite eine reine Marketingseite ist. Los geht's nach dem Intro. Es gibt zwei Punkte, die ich hier kritisieren möchte. Mozilla VPN verwendet hier den Namen Firefox bzw. Mozilla, um sich so in die datenschutzfreundliche Ecke zu stellen. Zugegeben, der Firefox ist immer noch der datenschutzfreundlichste Browser, wenn man mal zur Konkurrenz schaut. Aber im Browsermarkt bedeutet das halt nicht gerade viel. So hat das zum Beispiel dazu geführt, dass es einen Fork von Firefox gibt, nämlich LibreWolf, und der will genau dieses Versprechen einlösen. Der ändert hunderte Einstellungen im Firefox, um ihn datenschutzfreundlich zu machen und kommt auch direkt mit einem Adblocker zum Beispiel. Was hat jetzt aber ein Adblocker mit einem VPN zu tun? Naja, nicht wirklich viel, aber wenn ich halt hier Datenschutz verspreche, dann muss der halt auf allen Ebenen stattfinden. Und bei einem VPN decke ich nur einen ganz kleinen Teilbereich ab, der für Datenschutz wichtig ist. Der VPN verschleiert gegenüber der Webseite die echte IP-Adresse. Das ist aber nur ein kleiner Teil von Identifikationsmerkmalen, die du beim Surfen im Internet hinterlässt. Also nur einen Teil davon zu betrachten, ist zu wenig. Zudem stimmt dieser Satz gar nicht. Dieses virtuelle Netzwerk wird gar nicht von Firefox betrieben. Das sieht man hier weiter unten. Es wird von Mullvad betrieben. Mullvad ist ein guter VPN-Anbieter, da gibt es gar nichts zu sagen. Aber es wird halt eben nicht von Firefox oder Mozilla betrieben. Mozilla tritt hier als reiner Reseller auf. Sie benutzen ihre Reichweite und ihren Namen also nur, um dir einen VPN zu verkaufen, der tatsächlich von einem anderen Anbieter betrieben wird. Und hier schwingt immer so mit, was ich ja am Anfang schon gesagt habe, dass ich damit mehr Datenschutz bekomme. Das stimmt aber nicht. Wenn ich mich zum Beispiel bei Google anmelde oder nur auf Google surfe, dann werden dort Cookies gespeichert. Und diese Cookies sorgen dafür, dass ich immer wieder identifizierbar bin. Egal wie oft ich zum Beispiel mit dem Mozilla VPN oder dem Mullvad VPN meine IP-Adresse ändere. Das ist jetzt nur ein Beispiel, wie du im Internet identifiziert werden kannst. Deshalb finde ich es hier nicht sehr wahrheitsgemäß, wenn hier der Anbieter verspricht, dass man hier ja extrem mehr Datenschutz bekommt. So liest sich das die ganze Zeit, aber hier muss man mehr zwischen den Zeilen lesen, weil eigentlich steht das da gar nicht. Hier wird wieder halt geworben, Mozilla setzt sich über 20 Jahre für Online-Datenschutz ein. Ja, genau, und deshalb habt ihr auch Google als Startseite? Ja, wohl eher nicht. Also es gibt schon so ein paar Gründe, warum man das kritisch sehen kann, wie Mozilla hier wirbt. Zudem, wenn man einen VPN haben will, dann kann man den auch direkt bei Mullvad abschließen. Die haben leider kein Affiliate-Programm. Naja gut, aber diese Preise, die jetzt hier Mozilla aufruft, die sind ein bisschen unrealistisch für Mullvad. Denn wenn ich direkt bei Mullvad abschließe, zahle ich im Monat halt eben 5 Euro. Und damit ich diesen Preis bei Mozilla VPN bekomme, müsste ich mich schon für ein ganzes Jahr verpflichten. Dann bekomme ich 4,99 im Monat, bin also 1 Cent unter dem Preis von Mullvad. Wenn ich einen VPN günstiger bekommen will, dann würde ich mal Richtung TorGuard schauen. Hier oben kann ich einfach mal auf Anonymous VPN gehen. Und wenn ich mich lang festlegen will, so wie ich es jetzt zum Beispiel mal Mozilla für ein Jahr tun könnte, und ich gebe hier den Promocode USEFULWITH50 ein und sage Validate Code, dann bekomme ich 50% Rabatt und den bekomme ich auch auf alle in Zukunft abgeschlossenen Pakete dort. Das heißt, ich zahle hier 30 Dollar im Jahr und 30 Dollar sind ja nicht gleich 30 Euro. Das ist also auch nochmal weniger als 30 Euro und damit bin ich bei 2,50 Euro im Monat. Und auch TorGuard bietet zum Beispiel das WireGuard-Protokoll an. Also nochmal zusammengefasst. Mozilla VPN ist nicht datenschutzfreundlicher als andere VPNs auch. Ein VPN ist ohnehin nicht das Allheilmittel, wenn es um Datenschutz geht. Zudem kann ich einfach direkt bei Mullvad einen Vertrag abschließen oder bei einer Alternative wie TorGuard und bin auch nicht teurer als das, was Mozilla mir hier anbietet. Ich finde, das ist eine reine Marketingaktion, sie betreiben keine eigene Infrastruktur, sind nur ein Reseller von einem anderen VPN und werben hier noch mit ihrem Namen, obwohl sie jetzt in meinen Augen nicht so die optimale Reputation haben, wenn es um Datenschutz und Privatsphäre geht. Sie haben sicherlich auch nicht die schlechteste, lässt sich sicher drüber streiten, hier den Namen so auszuschlachten, wenn man nicht mal eine eigene Infrastruktur betreibt. Das ist halt eine reine Marketingnummer und
ja, nicht wirklich das, nach was es hier aussieht. Wenn dich das Thema VPN oder VPN interessiert, dann schau doch mal auf meinem Kanal vorbei. Da habe ich eine ganze Menge andere Videos zum Thema VPN und mein aktueller Favorit ist tatsächlich TorGuard. Erstens, weil der super billig ist und zweitens, weil der WireGuard unterstützt.